Anfangs verachtet, spielten gepanzerte Fahrzeuge eine immer entscheidendere Rolle für die Mobilität von Landstreitkräften. Vor allem Radpanzer sind trotz der Entwicklung moderner Panzerabwehrwaffen für den Truppentransport, die Gefechtsfeldaufklärung, aber auch für Kampfeinsätze nach wie vor unverzichtbar. Höhere Geschwindigkeiten und eine größere taktische Reichweite sind ihre Vorteile gegenüber Kettenpanzern. Die Geschichte gepanzerter Fahrzeuge beginnt nicht auf Ketten, sondern auf Rädern. Am Beginn des 20. Jahrhunderts setzten Engländer gepanzerte Dampfmaschinen im Zweiten Burenkrieg in Südafrika ein. Im Ersten Weltkrieg spielten einfache Radpanzer vor allem als Erkundungsfahrzeuge eine strategische Rolle. Meist handelte es sich um konventionelle Fahrzeuge, die mit Maschinengewehren und einer leichten Panzerung aufgerüstet wurden. Es zeigte sich allerdings bald, dass die kettengetriebenen Panzern in mancherlei Hinsicht unterlegen waren. Vor- und Nachteile von Radpanzern hängen beide unmittelbar mit dem Antrieb zusammen. Beim Kettenantrieb verteilt sich das Fahrzeuggewicht auf die gesamte Länge der Kette. Radpanzer halten den Kontakt zum Boden dagegen nur über den kleinen Teil der Reifen, der den Boden berührt. Kettenfahrzeuge kommen deshalb in schwierigem Gelände wesentlich besser voran als Radpanzer. Der Vorteil der höheren Geschwindigkeit von Radpanzern spielte in den militärstrategischen Überlegungen zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Da die Panzerung und die Bewaffnung gegenüber Kettenfahrzeugen wesentlich leichter ausfallen mussten, wurden sie meist nur im Rahmen von Aufklärungsmissionen eingesetzt. Die weitere Entwicklung von Radpanzern konzentrierte sich folgerichtig auf die Verbesserung der Geländetauglichkeit. Zusätzliche Reifen sollten den Bodendruck verringern. Halbkettenfahrzeuge stellten den Versuch dar, Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Antriebsarten zu verbinden. Auch in den Nachkriegsjahren wurde die Entwicklung von geländetauglichen Radpanzern weiter vorangetrieben. Beim französischen Aufklärungsfahrzeug Panhard EBR konnten im Bedarfsfall zusätzliche Räder abgelassen werden, wenn es die Bodenbeschaffenheit erforderlich machte. Wo befestigte Straßen dagegen ein hohes Tempo zuließen, blieben sie eingezogen. Die Kontaktfläche der Reifen zum Boden lässt sich erhöhen, indem man den Luftdruck reduziert. Auch das trägt zur besseren Geländegängigkeit bei. Beim sowjetischen Typ BTR 152 konnte der Fahrer den Reifendruck über ein Leitungssystem je nach Geländebeschaffenheit regulieren. Ausschlaggebend für die Etablierung von Radpanzern als wichtige Waffensysteme in modernen Heeresverbänden war aber nicht die Verbesserung der Geländetauglichkeit. Da die Entwicklung, die Konstruktion und der Betrieb solcher Fahrzeuge gegenüber Kettenpanzern deutlich günstiger ist, waren sie schon immer für Länder mit einem geringeren Verteidigungshaushalt eine willkommene Alternative. Und nicht zuletzt hat die Zunahme von Kriseninterventionseinsätzen den Bedarf an geländetauglichen Radpanzern erhöht, da sie sich leichter mit Flugzeugen transportieren lassen als Kettenfahrzeuge. Ihren strategischen Wert beweisen sie zum einen bei der Gefechtsfeldaufklärung, wo sie ihren Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Panzern ausspielen können. Zum anderen sind sie als Truppentransporter ungepanzerten Lkw vor allem in unmittelbarer Nähe von Schlachtfeldern überlegen. In den US-Streitkräften erlebten leichte und schnelle Panzerfahrzeuge im Vietnamkrieg eine Renaissance als Truppentransporter und Aufklärungsfahrzeuge. Die Kommandobaureihe des Herstellers Cadillac Gage entwickelte sich dabei zu einem der gefragtesten Waffensysteme. Das Modell V-150 spielte noch im Ersten Golfkrieg in der Schlacht um Kafi eine entscheidende Rolle. Die Auseinandersetzung, die vom 29. Januar bis zum 1. Februar 1991 dauerte, zählt zu den verlustreichsten Bodenkämpfen des Kriegs. Trotz zahlreicher Abstimmungsprobleme gelang es saudischen Einheiten, die von Irakern besetzte Stadt im Häuserkampf zurückzuerobern und zwei amerikanische Aufklärungseinheiten zu befreien. Das jüngste Modell aus der Kommandoreihe ist der V-600, der 1985 vorgestellt wurde. Der Dreiachser mit Sechsradantrieb zeichnet sich durch eine hervorragende Geländegängigkeit aus und erreicht auf asphaltierten Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern. V600
Vom US-Kampfpanzer M1 Abrams hat der V600 die 105 mm Bordkanone geerbt. Zur Bewaffnung gehören außerdem zwei Maschinengewehre. Die gegenüber Vorläufern deutlich ausgereiftere Geschützsteuerung erlaubt den Einsatz der Waffensysteme auch während der Fahrt. In den 1980er Jahren wuchs beim US Marine Corps der Bedarf an leichten gepanzerten Fahrzeugen. Bei der Auswahl geeigneter Modelle fiel die Wahl auf ein Schweizer Fabrikat. Die heute zum amerikanischen Rüstungskonzern General Dynamics gehörende MOVAG hatte mit den Piranha-Modellen eine Reihe von 2-, 3- und 8-achsigen Radpanzern entwickelt, deren Geländegängigkeit die meisten Konkurrenzmodelle in den Schatten stellte. Piranhas, die es auch in einer Amphibienversion gibt, kommen heute auf allen Kontinenten mit unterschiedlichen Bezeichnungen zum Einsatz. Die Bewaffnung reicht von Geschütztürmen mit Maschinengewehren bis zu großkalibrigen Kanonen, ähnlich wie bei Kettenpanzern. Bei den Marines kommt ein achträdriges Piranha-Modell unter der Bezeichnung LAV-25 zum Einsatz. Die Bordkanone, ein 25 mm Automatikgeschütz des Herstellers Bushmaster, wird auch beim Schützenpanzer M2 Bradley eingesetzt. Neben der dreiköpfigen Besatzung finden noch 6 weitere Soldaten Platz in einem LAV-25. Er wird hauptsächlich von Erkundungs- und Stoßtrupps eingesetzt, wo er seine Vorteile in der Geländegängigkeit am besten ausspielen kann. Bei den US Marines sind derzeit rund 400 Fahrzeuge im Einsatz. Meist sind es diese Radpanzer, die bei Landungsoperationen die Vorhut bilden und feindliche Infanterieeinheiten aufspüren. Vom LAV-25 gibt es inzwischen eine Reihe von Varianten, die für spezielle Einsätze modifiziert wurden. Beim Modell LAVAT handelt es sich um einen Panzerjäger, der mit einem Raketenwerfer feindliche Kampfpanzer attackieren kann. Als mobiler Gefechtsstand dient den Marines außerdem eine Version, die mit einer 81 mm Haubitze im Transportraum ausgestattet ist. Eine weitere Variante dient der Luftabwehr. Der LAVAD soll vorrückende Bodentruppen vor allem gegen Angriffe tieffliegender Luftstreitkräfte verteidigen, wird aber auch zur Abwehr gegnerischer Panzerfahrzeuge eingesetzt. Der Geschützturm wird dafür mit einem Infrarot-Zielsichtsystem, einem Laserentfernungsmesser sowie Stinger-Raketen oder einem 25 mm Gatling-Geschütz ausgestattet. Für die Kommandozentrale ist der LAVC vorgesehen. Er verfügt über sämtliche Kommunikationseinrichtungen, die es Befehlshabern erlauben, die Einheiten im Gefecht zu steuern. Und schließlich gibt es mit dem LAVR auch eine Version, die für die Bergung und Reparatur beschädigter Radpanzer ausgerüstet ist. Traditionell übernimmt das Marine Corps innerhalb der US-Streitkräfte strategische Aufgaben einer schnellen Einsatztruppe. Das Verfrachten der Waffensysteme ist deshalb ein entscheidendes Kriterium. Dabei kommen nicht nur Flugzeuge, sondern auch Transporthubschrauber wie der Super Stallion zum Einsatz. Die Piranhas und die darauf aufbauenden LAV-25-Varianten erfüllen als eine der wenigen Panzerfahrzeuge die Anforderungen, leicht genug für solche Transporte und dennoch ausreichend für schwere Kampfeinsätze bewaffnet zu sein. Die in der Kampfausstattung rund 12 Tonnen schweren Radpanzer können die Hubschrauber ohne nachzutanken über Entfernungen von gut 100 Kilometern transportieren. Da sie sich in der Luft auftanken lassen, ist die Reichweite theoretisch unbegrenzt. Nicht selten werden die Radpanzer auch per Fallschirm im Einsatzgebiet abgesetzt. Allerdings ist eine eindrucksvolle Anzahl an Schirmen erforderlich, um einen LAV-25 auf diesem Wege sicher zu Boden zu bringen.
Ähnlich funktioniert diese Form des schnellen Absetzens von Panzerfahrzeugen. Im Tiefflug wird ein LAV-25 von Fallschirmen aus der Heckklappe der Transportmaschine gezogen. Nach dem Aufprall bremsen die Schirme das Fahrzeug ab. Im Rahmen der Operation Wüstensturm von 1991 gehörten Radpanzer vom Typ LAV-25 zu den wichtigsten Waffensystemen der Bodeneinheiten. Auf den harten Wüstenpisten waren sie gegenüber Kettenfahrzeugen im Vorteil. Die Fahrzeuge bewährten sich vom ersten Aufeinandertreffen mit irakischen Truppen in der Schlacht um Kafi bis zum entscheidenden Angriff auf Kuwait City. In Südafrika wurde seit Mitte der 1970er Jahre eine eigene Flotte von Radpanzern entwickelt. Der Grund war in erster Linie das weltweite Embargo gegen den Apartheidstaat. Dem Regime blieb keine andere Wahl, als seine Armee mit eigenen Mitteln aufzurüsten. Dass dabei Radpanzer wie der Ratel 20 eine wichtige Rolle spielten, liegt an den besonderen geografischen Gegebenheiten des Landes. In den ausgedehnten Landstrichen mussten Truppenbewegungen auch ohne logistische Unterstützung absolviert werden können. Eine eigenständige südafrikanische Panzerproduktion hatte es auch schon während des Zweiten Weltkriegs gegeben. In den 1960er Jahren, nachdem Südafrika aufgrund zunehmender Proteste gegen die Apartheid-Politik aus dem Commonwealth ausgetreten war, wurde die Produktion des Panzerwagens Eland aufgenommen. Er basierte auf dem französischen Modell Panhard AML und wurde vor allem im Rahmen von Aufklärungsmissionen eingesetzt, bewährte sich aber auch in Gefechten. Eines der ambitioniertesten Rüstungsprojekte des südafrikanischen Apartheid-Regimes war die Entwicklung des Roycat, eines vierachsigen schweren Panzerspähwagens. Der Nachfolger des Eland verdankte seine Entstehung der Anforderung, größtmögliche Mobilität im Gefechtsfeld mit der Feuerkraft kettengetriebener Panzer zu verbinden. Während die Geschwindigkeit des Roycats im Gelände auf 50 Stundenkilometer begrenzt ist, erreicht der 28 Tonnen schwere Radpanzer auf befestigten Straßen ein maximales Tempo von 120 Stundenkilometern. Der Roycat wurde ursprünglich mit einer 76mm Panzerkanone ausgerüstet. Im Rahmen einer Kampfwertsteigerung erhielt das Modell Roycat LMT 105 1994 eine 105mm Panzerabwehrkanone. Die Feuerleistung liegt bei 6 Schuss pro Minute. Außerdem verfügt das Modell über 2 Maschinengewehre, wovon eins auch zur Luftabwehr eingesetzt werden kann. Die Panzerung des Roycat schützt die vierköpfige Besatzung gegen panzerbrechende Landminen. Dazu trägt auch die V-förmige Karosserie bei, die Explosionen weniger Angriffsfläche bietet. Auch nach der Zerstörung von 2 der 8 Räder bleibt der Roycat einsatzbereit. Der G6 Rhino ist ein Beispiel für Südafrikas Rüstungstätigkeit in der Nach-Apartheids-Ära und der jüngste und gleichzeitig größte Radpanzer im Dienst der südafrikanischen Streitkräfte. Er wurde im März 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dem Rhino will Südafrika auch die internationale Nachfrage nach schweren Radpanzern bedienen, deren Feuerkraft mit der von kettengetriebenen Fahrzeugen vergleichbar ist. Die Hauptwaffe des rund 50 Tonnen schweren Fahrzeugs ist eine 155mm Haubitze, die je nach Munitionierung über eine Reichweite von annähernd 70 Kilometern verfügt. Das Geschütz ist innerhalb von 45 Sekunden nach dem Stopp des Rhino einsatzbereit. 30 Sekunden nach Abschuss der Munition kann das Fahrzeug seine Gefechtsposition wieder verlassen. Selbst im Gelände erreicht der Rhino Höchstgeschwindigkeiten von fast 70 Stundenkilometern und beweist damit seine Überlegenheit gegenüber Kettenpanzern, wenn es um Einsätze geht, die eine hohe Mobilität der Waffensysteme erfordern.
Mit dem César verfügen auch die französischen Streitkräfte über einen Radpanzer mit außergewöhnlicher Feuerkraft. Bei einem Einsatzgewicht von unter 18 Tonnen gehört er aber anders als der Reno zu den Leichtgewichten unter den schweren Panzerfahrzeugen. Seine 155mm Kanone ist auf einem modifizierten dreiachsigen Unimog mit Allradantrieb montiert. Das Geschütz hat eine Reichweite von bis zu 42 Kilometern. Sechs Granaten können innerhalb einer Minute abgefeuert werden. Nach dem Erreichen der Gefechtsposition ist der César in weniger als einer Minute einsatzbereit. Auf befestigten Straßen hat das Fahrzeug eine maximale Reichweite von 600 Kilometern. Die fünfköpfige Besatzung wird durch die speziell gepanzerte Kabine geschützt und kann im Gefechtsfall bis zu 18 Granaten abfeuern. Die Elektronik umfasst Systeme für die Navigation und Zieleinrichtung. Aufgrund seines vergleichsweise geringen Gewichts und der kompakten Bauweise kommt der César vor allem im Rahmen von schnellen Eingreifmissionen zum Einsatz. Für Aufklärungseinsätze unterhält die französische Armee den AMX-10RC. Er wird außerdem von den Streitkräften Marokkos und Katars eingesetzt. Bewaffnet ist dieser mittelschwere Radpanzer mit einer 105mm Kanone und einem Maschinengewehr für die Nahverteidigung. Mit Hilfe eines Gefechtsfeldmanagementsystems können strategisch wichtige Daten über ein grafisches Display mit dem Einsatzkommando ausgetauscht werden. Als defensive Waffen stehen beim AMX-10RC Antipersonen- und Nebelgranaten sowie aktive Abwehrsysteme gegen gelenkte Panzerabwehrraketen zur Verfügung. Der Radpanzer ist amphibisch und erreicht im Wasser eine Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde. Der AMX-10RC wurde 1980 von der französischen Armee in Dienst gestellt und vor allem im Ersten Golfkrieg und im Kosovo eingesetzt. Nach einer Kampfwertsteigerung zu Beginn des neuen Jahrtausends sollen die Radpanzer noch bis 2020 genutzt werden. Mit dem Ende des Kalten Kriegs wurde das drohende Szenario eines Konflikts zweier Supermächte ersetzt durch tatsächliche regionale Auseinandersetzungen. Damit haben sich auch die Militärstrategien grundlegend verändert. Die Bedeutung kleiner, schlagkräftiger Einheiten, die in kürzester Zeit überall auf der Welt eingesetzt werden können, wuchs. Minimum. Um die Jahrtausendwende schlug sich dieser Wandel auch in offiziellen Doktrinen der US-Streitkräfte nieder. Schwere Kettenpanzer wurden durch leichtere und schnellere Radpanzer ersetzt. Ziel war es, Brigaden aufzustellen, die innerhalb von 96 Stunden überall auf der Welt eingesetzt werden konnten. Eines der wichtigsten Waffensysteme zur Erfüllung dieser Anforderung wurde der Radpanzer Stryker. Dabei handelt es sich wie beim LAV 25 des Marine Corps um ein Fahrzeug, das auf dem schweizerischen Piranha basiert. Der Stryker ist ein Vierachser, der von einem 350 PS starken Dieselmotor angetrieben wird und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreicht. Zu seinen besonderen Ausstattungsmerkmalen gehört ein Gefechtsfeldmanagementsystem, das alle Fahrzeuge einer Brigade oder einer Division vernetzt. Über die Bildschirmeingabe können zum Beispiel Daten ausgetauscht werden, die mit Hilfe der GPS-Navigation gewonnen werden. Die Kommandoebene hat ebenfalls jederzeit Zugriff auf diese Daten. Die Panzerung der Stryker bereitete zunächst erhebliche Probleme und wurde im Verlauf der Entwicklung immer wieder verbessert. Die Grundpanzerung wurde mit Keramikplatten zusätzlich verstärkt. In dieser Ausbaustufe erfüllte das Fahrzeug die Anforderung der US Army, den Beschuss mit 14,5 mm Geschossen standzuhalten.
Ein optionaler Käfig um die Aufbauten soll den Stryker außerdem vor Panzerabwehrraketen schützen, die in diesem Falle explodieren, bevor sie auf die eigentliche Panzerung treffen. Weniger umstritten als seine defensive Ausstattung ist die Bewaffnung der Stryker. Als Hauptbewaffnung kommen entweder ein 40 mm Granatwerfer oder ein M2-Maschinengewehr zum Einsatz. Der Stryker wird in 10 Modellvarianten gebaut. Dabei können wichtige Bauteile zwischen den einzelnen Versionen ausgetauscht werden, wodurch sich die Beschaffungs- und Wartungskosten erheblich reduzieren. Als erstes Modell wurde im April 2002 der Stryker ICV ausgeliefert. Ein gepanzerter Truppentransporter, der 9 Soldaten ins Kampfgebiet bringen kann. Der Stryker MGS ist ein mobiles Geschütz, das mit einer 105 mm Kanone ausgerüstet ist. Er soll den Einheiten zusätzliche Feuerkraft verleihen, ersetzt aber keine Kampfpanzer. Als weitere Modelle sind unter anderem Spähpanzer, Mörserträger, Führungs- sowie Sanitätsfahrzeuge vorgesehen. Die Einführung der gesamten Modellpalette soll bis 2008 abgeschlossen sein. Ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung der Stryker war ihre Transportfähigkeit in Herkules C-130 Maschinen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte auch diese Anforderung erfüllt werden. Bislang wurden mehr als 1780 Fahrzeuge ausgeliefert. Insgesamt sollen 7 Gefechtseinheiten mit knapp 2700 Strikern ausgestattet werden. Wegen einiger Probleme während der Entwicklung ist das Stryker-Programm auch innerhalb der US-Streitkräfte nicht unumstritten. Doch die Armee hält nach wie vor an diesem Waffensystem fest. 2003 wurden die ersten Einheiten während des Zweiten Golfkriegs im Irak eingesetzt. Die US-Armee hat 4 Milliarden Dollar in das Stryker-Programm investiert. Diese Summe unterstreicht den Stellenwert, den moderne Radpanzer in den Überlegungen von Militärstrategen spielen. Der Name Stryker geht im Übrigen nicht auf das englische Wort für angreifen zurück. Mit ihm werden vielmehr die beiden US-Wehrpflichtigen Stuart und Robert Stryker geehrt, die im Militärdienst gefallen sind. Die Nachteile, die Radpanzer noch bis in die 1960er Jahre hinein gegenüber Kettenpanzern aufwiesen, sind dank technologischer Entwicklungen heute weitestgehend ausgeräumt. Die Geländegängigkeit wurde entscheidend verbessert und sie verfügen über eine Feuerkraft, die mit denen schwerer Kampfpanzer vergleichbar ist. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass sich die Einsätze der Radpanzer und anderer Waffensysteme auf Friedensmissionen beschränken.